Moin Moin Leute und willkommen zurück zur DayZ Standalone. Und ja, wie ihr hier schon vorm schön sehen könnt, sind wir wieder einmal Bambi. Befinden wir uns wieder einmal vor Elektro. Und ja, eigentlich war ich ja schon bei den letzten Folgen sehr bedacht. Oder ich hatte schon ein schlechtes Gewissen. Oh, schon wieder Bambi, schon wieder looten. Aber, naja, da ihr die letzten zwei Folgen ja gesehen habt und wisst, dass das wohl mit, also die letzte Folge auf jeden Fall, aber auch die Folge davor war definitiv nicht schlecht. Es waren mit die epischsten Folgen, was wir überhaupt erlebt haben. Von daher ist Bambi Action gar keine so schlechte Idee und das Hochlooten. Ja, was wie es schon heißt, aber auch nicht heißt, dass wir jetzt wirklich jedes Mal Bambi sein müssen. Naja, eigentlich wollte ich vorher noch was aufnehmen, aber das habe ich leider nicht mehr geschafft. Da hatte ich noch Ausrüstung. Die Ausrüstung habe ich leider verspielt im Stream. Ich weiß nicht, wer dabei gewesen war. Auf jeden Fall war es ein richtig geiler Stream heute im Großen und Ganzen. Wir hatten sehr, sehr viel Action. So den krassesten Part habe ich nochmal jetzt für euch auch auf YouTube hochgeladen. Der ist super gut. Da mähe ich echt mit der SKS ein paar Leute über den Haufen. Das war richtig schön gemacht, muss ich einfach mal so sagen. Und ja, da habt ihr auf jeden Fall die Killer-Action. Und ja, jetzt wollen wir mal sehen, ob was wir jetzt so zu finden bekommen. Ich meine, wir laufen nach Elektro rein. Der Server ist richtig schön voll. Und ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen an Ausrüstung zu finden oder ein paar nette Leute zu finden. In Anführungszeichen nett. Mal gucken, wie nett sie denn jetzt wirklich sind. In der letzten Zeit hatten wir da nicht so viel Glück. Die haben da eher mich einfach umgemäht. Weil sie es natürlich voll lustig finden, Bambis umzumähen. Aber, naja, sehen wir dann ja. Ich muss sagen, der Stream heute hat mir wirklich auch wieder richtig Spaß gemacht. Ich hatte echt eher, war eher wieder schlechter gelaunt, etwas eher demotivierter. Aber jetzt kann man sich auf jeden Fall mal geben. Ich habe vorhin noch ein bisschen Battlefield aufgenommen, jetzt kommt noch ein bisschen DayZ. Ja, jetzt auf jeden Fall auch wieder ein bisschen Futter für den YouTube-Kanal gibt. Weil da schon jemand meinte, ja, der ist ein bisschen Flaute und ja, das stimmt auch. Momentan ist auf jeden Fall ein bisschen weniger. Community-Event wird es auch wieder demnächst geben. Ich weiß, da haben schon viele wieder nachgefragt, wann kommt mal wieder eins. Aber in letzter Zeit war einfach allgemein wenig Zeit. Vor allem müssen da mehrere Leute Zeit zu haben. Das wäre dumm, wenn das nur ich wäre. Und da halt wirklich viele Leute Zeit haben müssen und das auf ein Wochenende fallen muss, ist das gar nicht so einfach. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was daran so lustig ist, aber es ist auch wieder so typisch Daisy. Oh mein Gott, ja, mal gucken, wo wir jetzt spawnen. Ich bin froh, dass das in der Aufnahme ist. Ah, ja, du mich auch, Penner, Alter. Jetzt kannst du meinen Cowboy-Hut, geil, komm, ey, witzig, ich laufe jetzt nochmal zu meinem Cowboy-Hut. Dann habe ich ja nicht gehört, wer da geschossen hat oder was da abging, es hat einfach Plöpp-Ton. Ja, die Leute sind einfach nur noch dumme Arschgesichter in dem Spiel. Das ist so geil. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Keine Ahnung. Auf jeden Fall Community Events wird es wieder geben. Es gibt jetzt Battlefield Community Event. Also die Leute, die mit mir Battlefield spielen wollen. Nächstes Wochenende. Und wenn ich dann noch ein bisschen in Anführungszeichen Werbung machen kann für meinen Twitch-Kanal. Ich werde jetzt am Sonntag zum Beispiel mit meinen Abonnenten zocken. Also mit meinen Twitch-Subscribern. Wenn ihr halt so unbedingt mit mir spielen wollt, ist das zum Beispiel dann auch eine Möglichkeit. Ja, früher habe ich ja gerne auch mit euch so allgemein zusammengespielt, aber weiß nicht, es macht momentan halt einfach keinen Sinn, wenn wir da mit 100 Leuten im TS hocken. Was, wenn ich so einen Termin ansetzen würde, wahrscheinlich passieren würde. Ich mal gucken, also wenn jetzt irgendwann vielleicht so die 100-Mann-Server kommen, dann könnte man sowas vielleicht mal wieder machen. Aber ich sag mal, wenn wir jetzt ein Event machen würden, wo jetzt einfach, ja, kommt, Leute, zockt mit mir, dann sind wir halt wirklich mindestens 40 Mann. Und dann sind wir jetzt mit 40 Mann auf einem Server, das ist halt einfach bescheuert, denke ich. Deswegen, ja, mal gucken. Mal gucken. es sind ja irgendwie schon Tester, es sind auf jeden Fall 50 Mann Testserver. Ich habe auch keine Ahnung, wenn sie jetzt die Server hochdrehen würden auf 70 Mann oder so ein Scheiß. Wow, ist das schief.
Ob der das noch mehr anfangen würde zu laggen, das Spiel. Ich meine, es laggt schon jetzt, ist echt. Boah. Also, es ist definitiv, also ich wollte eigentlich gerade sagen, DayZ ist hart an der Grenze, aber eigentlich ist DayZ oftmals auch definitiv über der Grenze von dem, wo ich sagen würde, ja, das ist ja noch okay. Das ist ja Battlefield 4, das kann man ja spielen. Wobei Battlefield 4 mittlerweile super ist vom Netcode. Da haben sie sich echt super drum gekümmert. Aber keine Ahnung, von der Performance her. Es echt wird nicht besser, ne? Aber egal, ich will nicht wieder über DayZ meckern. Ist genug. Zumindest was die Performance angeht und die Bugs, wir wissen es alle. Aber naja, es hängt einem halt einfach ein Stück weit zum Hals raus, was auch irgendwie ein Stück weit verständlich ist, denke ich. Hab schon auf dem Experimental gehört, irgendwie die Laufanimation soll richtig Mongo-mäßig sein, mit der man jetzt unterwegs ist. Keine Ahnung, warum sie das auch schon wieder dann verändert haben. Was das für einen Sinn hat. Oh cool, ein grüner. Der sieht besser aus. Windschnittiger oder so. Bitte blute nicht. Bitte. Gehst du auf mich? Das ist irgendwie, glaube ich, nicht in meine Nähe gegangen. Na, jetzt muss ich. Okay. Ich erfriere nicht. Irgendjemand geht hier wirklich ab mit seinem. Oh Gott, oh Gott. Kanzel, 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 lauf, 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 lauf. Er ist zu schnell, was soll ich denn jetzt machen, ey? Versuch's jetzt einfach schnell. Oh Gott, oh Gott. Ja, es muss einfach jetzt durch. Kann ich nichts für. Komm, ist. Ja, ich weiß, es ist kacke. Steh auf. Und jetzt blockt er so. Nein! Pisse! Ja, ich, genau, hau mich halt weiter durchs verfickte Haus. Das ist auch sowas, was ich echt nicht verstehe. Und mir auch echt mega auf den Sack geht. Hallo, Mr. SKS. Wir fragen jetzt mal hier. Help! Help, please help! So many zombies! No, no, don't shoot me! What the fuck, man? I have nothing! I have a fucking helmet! Wow! And then potato aim. No comment. You need aim train. Or maybe a aimbot. It would help you. Wie viele Zombies der jetzt hinter sich hat, Mann. Ich hoffe, die hauen dich K.O. und du verreckst einfach dran. Penner. Oh Gott, kommt der jetzt hier rein, um mich zu erschießen? Das ist ein Zombie. Ich will meine verdammte Jacke wieder haben. Penis. Oh, oh, was geht jetzt ab? Okay, warte mal. Ich glaube, der erschießt gerade aber die ganzen Zombies mit seiner Pistole, kann das sein? Okay, YOLO-Mode aktiviert. Wir haben nichts zu verlieren. Alter, wie viele Zombies der hinter sich hat, wie viele Zombies hinter sich hat. Okay, aber abwarten, warten, warten, warten. Einfach warten, ein bisschen Geduld haben. Potato aim. Potato aim. Ich glaube, ich verblute zuerst, bevor er verblutet. Fuck. Ich habe auch nichts mehr zum Verbinden. Scheiße, ey. Wenn es nicht so schon so verdammt schwarz-weiß wären, würde ich ihn mir einfach verfolgen. Ich glaube, wir gehen gleich irgendwann zu Boden. Was war denn das? War das wer anders? Auf einmal kam SKS-Schuss. Der Typ ist gelaufen.
Das kannst du doch wieder keinem erzählen, was hier wieder los ist, ey. Das muss ja wer anders gewesen sein, aber das hörte sich direkt neben mir an. Das muss der gewesen sein, aber der ist doch weggelaufen. Und auf einmal macht's Peng. Also egal, das war eh das war keine große Chance, dass das hätte funktioniert. Aber, naja. Perre oben, ey. Was soll ich denn hier? Ganz ehrlich, was soll ich denn hier? Ah, oh, nee, aber was soll man denn hier machen, ey? Um so oder so wie so ein Kackspawn. Und ich ob dir nur so arschig umbringen kannst. Ich meine, da könnte noch Berge hochlaufen. Ja, da ist vielleicht auch ab und zu was los. Aber ganz ehrlich, nein, das möchte ich nicht. Ich hasse Berge mittlerweile. Ist das eine neue Figur? Nee, ne? Oder? Kenne ich die? Ne, die kennt man, oder? Auf jeden Fall hat man die nicht oft. Also ich hatte sie auf jeden Fall noch nicht so oft. Das Gesicht sieht irgendwie so anders aus. Ja. What so fucking ever. Der Typ musste auch richtig schön low sein. Ich hätte auf jeden Fall höher boxen müssen. Aber ich war sehr panisch, weil ich halt echt sehr, sehr low war. Hätte ich einen Hit bekommen, wäre ich halt auch sofort umgeworfen. Hat man ja gesehen. Ich hätte es ihm so gegönnt, dass der zu Boden geht und einfach tot wäre. Also ich hätte auch wieder nur einen Zahnstocher. Hätte ich eine Axt oder so gehabt, wäre der auch wieder so Matsche gewesen. Aber nur mit den Fäusten ist halt so eine verdammte Sache. Vor allem das jetzt zum Ende hin, habe ich überhaupt nicht gecheckt. Und wieder der Schuss so einfach völlig aus dem Nichts. Und es zermatscht dich irgendwie. Verdammte Axt, ey. Naja, auf jeden Fall, die Kamera ist jetzt oben links. Ich habe keine Ahnung, ob das für euch ein Vorteil ist. Irgendjemand hat mir gesagt, ich würde gerne unten die Nachrichten sehen. Sowas Tolles wie I'm cooling off, I feel hungry oder so. Ich weiß nicht, was er sonst sehen will da unten. Deswegen ist jetzt oben links. Ihr könnt mir gerne Feedback geben, ob ihr sie oben links haben wollt oder lieber unten. Unten, unter oben. Ich finde unten eigentlich eher angenehmer. Ich persönlich so, aber. Naja. Wir werden uns jetzt hier schön vom Fabrikgebäude stürzen und dann hoffentlich nochmal einen gescheiten Spawn kriegen. Ich würde ja gerne nochmal nach Elektro. Ich würde ihm gerne nochmal auflauern. Ich finde, einen zweiten Versuch habe ich definitiv verdient. Und ich würde eigentlich auch gerne noch meine Jacke wieder haben. Die da lag. Fand ich cool. Dann lass mich hier hoch. Und nun... Tot. Meine Nase juckt gerade wie die Hölle, ey. 30 Sekunden. Verdammte Schwarz. Pimmelwurstkacke, ey. Zeit. Irgendwie, ich könnte mir ein Brot machen. Ich könnte währenddessen, glaube ich, die Welt retten, wenn ich DayZ spiele. Macht man das in DayZ? Ja, ich mache mir in DayZ die Welt eher schlechter, anstatt sie zu retten. Wenn man dauernd Leute ummäht. Wahrscheinlich. So, und jetzt bitte, please, Testing, 1, 2, 3. Wow. Noch weiter über Berry. Ich glaube, das Spiel möchte, dass ich nach Berrezino gehe. Ansonsten hätte es mich wahrscheinlich hier nicht gespawnt. Tun wir dem mal einen Gefallen und laufen da mal runter. Ich habe echt die Hoffnung, dass da jetzt keine Sau ist. Weil ich mag Berrezino nicht. Umso mehr Action hier ist, umso nerviger würde ich es finden. Ja, weil ich keinen Bock habe, hier rumzugammeln. Obwohl mittlerweile, ich glaube, in ein paar Wochen geht das auch wieder. Aber man hat halt, man hat es halt echt irgendwie so ein bisschen übersatt, meiner Meinung nach. I'm promptly cooling off. Wohl halt, nee, halt behalten wir sie mal. Vielleicht finden wir so einen geilen Elektroschocker, der eigentlich gar nicht geil ist. Weil der geht mega schnell leer und eine Axt ist dreimal geiler. Selbst eine Farminghof finde ich geiler. Es gibt sehr wenige Waffen, wo ich sagen würde, hey, der Elektroschocker ist besser. Der Elektroschocker ist vielleicht besser als so eine scheiß Crowbar oder ein verdammtes Messer oder so. Die Messer sind auch richtig scheiße, ne? Sie muss man einfach so sagen. Die Machete vor allem. Wow, was für eine Kackwaffe. Aber ja. Wirklich gut sind die Elektroschocker nun auch nicht. Kann man schon mal einfach so sagen.
Wenigstens scheint auf dem Server mal die Sonne. Das verdammte Regengedöns geht mir in DayZ eher mehr auf den Keks. Fast jeder Server immer Regen, Regen, Regen. Und das Regen, der Regen in DayZ, der ist auch echt nervig einfach. Also krisch, krisch, richtig schön laut, ey. Kann einem richtig auf den Keks gehen, finde ich. Wollen wir das Haus hier checken? Doch, das lohnt eigentlich. Eigentlich schon. Obwohl, das ist sogar offen. Mal gucken. Okay, hier ist zu. Nichts. Oh, guck, siehst du? Hat sich gelohnt. Auf jeden Fall sind wir jetzt keine laufende Zielscheibe mehr. Das ist nur noch so eine halbe. Oder sogar noch eine. Ist das derselbe? Ne, sieht ein bisschen anders aus. Das ist vielleicht einfach nur kaputter, was auch immer. Hallo! Verdammten Krammel-Ghetto-Häuser. Auf geht's zur Police Station. Sache auf Dörte krabbelt keiner rum. Sieht safe aus. Also ab dafür. Wir haben heute Shadow of Mordor gespielt. Keine Ahnung, ob sich jemand von euch damit schon beschäftigt hat, aber ist ganz nett auf jeden Fall. Es ist wirklich Assassin's Creed mit Herr der Ringe-Feeling. Ich bin ehrlich gesagt überhaupt kein Assassin's Creed-Fan, deswegen weiß ich auch nicht, ob ich das wirklich groß motivieren kann. Ich fand den Anfang so, hat Spaß gemacht. Aber, so wirklich krass gekickt hätte es mich auch nicht, dass ich sagen würde, boah, ist ein mega heftiges Game und so. Also die Grafik ist super, es läuft richtig schön flüssig im Gegensatz zu dem Wurst-Game hier. Was war da, eine Dose? Meine, die Portierung ist nicht so geil, weil irgendwie mit Maus und Tastatur lässt sich das überhaupt nicht steuern, meiner Meinung nach. Die Maus ist zumindest bei mir mega schwammig. Mit einem Gamepad ließ es sich dann auf jeden Fall besser spielen. Da ich auch nicht so genau weiß, ob ich das wirklich lange spielen werde, werde ich wahrscheinlich auch kein Let's Play machen. Vor allem, weil auch echt so mega viele andere Spiele noch kommen. Jetzt in der nächsten Zeit. So neben dem Mordring. Ich nehme vielleicht ein, zwei so angezockt Videos auf. So einfach so ein bisschen rumwursten an dem Spiel. Aber ich mache auf jeden Fall kein volles Let's Play drauf. Okay, warte mal. Sollen wir die scheiß Long Range mitnehmen? Ich glaube, das wird voll die Verschwendung sein, das mitzunehmen. War okay. Besser als so ein paar Pimmelwurst-Drags. Ja, von daher. Ich bin mir da auch noch unsicher. Da kommt halt so viel cooles Zeug, obwohl ich wollte halt auch Alien Isolation auf jeden Fall spielen und aber eigentlich auch auf jeden Fall Let's Playen, weil es halt so mega spannend wird, denke ich. Halt so ein bisschen in die Horror-Richtung gehen und vor diesem Alien abhauen und wow. Weiß ich nicht, stelle ich mir eigentlich ganz cool vor. Und dann habe ich auch schon wieder die Tests gehört und gelesen, dass Alien Isolation halt nicht so geil sein soll. Alles soll ziemlich fett sein, bis auf das Alien. Das soll halt irgendwie völlig unnachvollziehbar durch die Gegend heizen und dich halt permanent töten, ohne dass du weißt wirklich, warum es dich jetzt getötet hat und gefunden hat. Und deswegen hat es halt so ein bisschen frustrierend sein, das Spiel einfach. Das finde ich ein bisschen schade. Ich weiß es nicht. Ich weiß, ich werde es wahrscheinlich spielen trotzdem, aber wenn es halt so ist, dann ist es wirklich so schade. Und dann kommt Mitte des... Oh Gott. Komm, verpiss dich. LOL. Der hat mich durch die Wand gehämmert. Komm, verpiss dich. Ja, hau in die falsche Richtung. Ist okay. Ich muss über dich. Und dann kommt jetzt Mitte des Monats natürlich The Evil Within. Und das will ich auf jeden Fall Let's Playen. Echt übelst Bock zu. Vor allem, weil es so Horrorspiel wird. Horrorspiel ist immer geil. Wenn die Leute auf YouTube, findet ihr auch meistens ziemlich geil. Und das halt wirklich so Resident Evil Style werden wird. Finde ich geil. Also das, was ich bis jetzt gesehen habe, war richtig. Ich glaube, ich pinkel mir jetzt schon in die Hosen, ey. Muss ich wirklich sagen. Keine Ahnung. Ich habe Slender auch irgendwann mal angefangen, aber ich habe auch ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock, das fortzusetzen. Das war auch wieder gameplay-technisch einfach so scheiße. Also, und dann kann das Horrorspiel noch so gut sein, wenn das gameplay-technisch einfach nur langweilig ist, dann. Keine Ahnung, das ist auch schon wieder so ein Ding an Alien Isolation, was ich nicht so ganz geil finde, dass man halt wieder nur wegläuft. Das finde ich tatsächlich das Gute an The Evil Within, dass du halt teilweise auch mal zurückschießen kannst, nicht irgendwie mit so einem MG alles wegmähst, aber halt auch und zu auch mal ein Revolver hast oder sowas, habe ich gesehen, da hast du halt 12 Schuss, ja, und dann musst du halt überlegen, was schießt du weg und was nicht.
Weil das finde ich deutlich angenehmer zu spielen einfach. Crossbow. Müll. Ich hätte gern eigentlich noch Mosin-Munition, das wäre sehr nett. Und Drive Club kommt auch. Yeah. Drive Club werde ich auf jeden Fall ein paar Videos zu machen. Habe ich übelst Bock drauf. Ey, ich hoffe, die Fahrphysik wird gut. Ich werde erstmal die PlayStation Plus Version nur zocken. Aber das ist ja eigentlich voll egal. Ich weiß nicht, ob ich mir das fertige Spiel dafür kaufen werde, weil dafür muss ich mich echt überzeugen. Ich hoffe, es wird nicht zu wenig in der PlayStation Plus Version drin sein. Dass es so mega schnell langweilig wird, dass man nicht wirklich entscheiden kann, ob man es machen will oder so. Aber das kommt auf jeden Fall jetzt auch irgendwie in ein paar Tagen. Drive Club, wo ich zu auf jeden Fall ein paar Videos halt machen will auf PS4. Das sieht so pornös aus einfach. Es sieht wirklich richtig gut aus. Da kommt noch mehr. Und Ende des Monats auf jeden Fall. Wie heißt das denn jetzt? Ich überlege gerade. Lords of the Fallen. Habe ich auch mega Bock zu. So eine Art Dark Souls. Und deswegen ist halt, keine Ahnung, das Mordor-Ding. Ja, ich mag Herr der Ringe super gerne, aber ich mag halt irgendwie Assassin's Creed Games nicht. Nicht mein Ding. Keine Ahnung. Es macht auch Spaß, so irgendwie so ein bisschen rumzuschnitzen, aber es motiviert mich einfach nicht so hundertprozentig. Keine Ahnung. Deswegen mache ich wahrscheinlich ein paar Videos. Ja. Ich habe es ja schon ein bisschen angezockt im Stream. Ich stream es vielleicht auch noch ein, zwei Mal. Mach vielleicht ein, zwei Videos. Einfach so just for the lols. Die Leute, die Bock drauf haben, werden sich angucken und die halt keinen Bock drauf haben, werden die sowieso nicht angucken. Ich denke, es gibt auch 1000 Leute, die das wahrscheinlich als ganz Let's Play machen werden. Muss ja nicht, denke ich, auch machen. Von daher, oh Gott, jetzt gibt's eine Schelle. Oh. Das war eine dumme Schelle. Halt, halt, halt. Upgrade, auf jeden Fall Upgrade. Nimm, 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 nimm. Und jetzt, gib ihr. Okay, gib ihr. Gib ihr. Geht doch. Und die Guss. Was ist das für eine Hose? Aber weißt du was, ich bin froh. Keiner ist im Berre. Keiner hat mich hier weggeschossen. Wir nehmen jetzt sogar diese Ghetto-Hose. Was heißt Ghetto-Hose? Nee, ach lol, das ist sogar nur ein Oberteil. Naja, nicht. Ich dachte, das wäre so eine coole Jogginghose. Mal eine Double Blaze. Das sind immer Double Barrel Shotgun sein, aber so heißt die in der Mod. Hier heißt sie eigentlich nur noch Shotgun. Und selbst in der Mod war sie schon so mega kacke. Ah, es hat sich einfach nichts geändert, was das angeht. Hier ist sie voll kacke, in der Mod war sie voll kacke. Naja. In die Schule gucken wir aber auf jeden Fall noch rein. Ja. Ansonsten könnt ihr mir gerne auch Feedback geben, was ihr so gerne sehen wollt bei mir. Was halt so in den nächsten Tagen und so rauskommt. COD werde ich auf jeden Fall auch was zu machen. Habe ich übelst Bock zu. Multiplayer wohl bemerkt. Ich weiß, vielleicht auch Singleplayer. Vielleicht sagt ihr auch, oh, Singleplayer COD mal schnell durchlaufen. Dauert ja auch nicht so lange. Würde ich auch gerne als Let's Play sehen. Wäre auf jeden Fall auch eine Möglichkeit mal zu machen. Das wäre auf jeden Fall auch erst nächsten Monat und so. Es sind halt wirklich sehr viel Zeug, was jetzt so rauskommt. Da muss man sich einfach so ein bisschen entscheiden. Und ich tue auch gerne auf Feedback hören, wenn ihr da irgendwie was Besonderes haben wollt. Klar, DayZ wird, denke ich, auch so weitergehen. Hoffentlich auch einfach wieder mit ein bisschen mehr DayZ. Aber, ja. Moment. Und dann möchte ich mich an dieser Stelle auch nochmal bedanken. Ich habe eine Spende bekommen, die wahrscheinlich nicht durch den Stream kam, weil es über den alten Link kam, der unter den Videos noch ist. Für DayZ. Ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen soll oder ob ich das anonym lassen soll. Auf jeden Fall möchte ich gerne nochmal bedanken für diese Spende. Die kam schon vor ein paar Tagen schon ein bisschen her, wie gesagt. Aber da das nicht während des Streams war, konnte ich mich schlecht live bedanken. Das möchte ich jetzt gerne nochmal tun im Nachhinein. Und ja, DayZ wird auf jeden Fall weitergehen, aber in was für einem Umfang und so kommt definitiv auch aufs Spiel an, definitiv auch die Möglichkeiten. Guck mal, gut, dass wir das Long Range mitgenommen haben. Pass auf. Bam. Bam. Fehlt nur noch verdammte Munition, ist klar. Aber hey, Munition finden wir vielleicht ein andermal, weil ich denke, ich werde jetzt hier gleich Schluss machen. Jetzt auf ihr verdammte 25 Minuten. Der Anfang war cool. Mal gucken, was so das nächste Mal sich erleben werde, wenn ich morgen hier weitermache im Stream oder in der Aufnahme. Quäset noch nicht. Quäset noch nicht. Ist die besser? Ja. Sieht aus jetzt wie so ein Feuerwehrmännchen so ein bisschen. Ja, dann versuchen wir uns irgendwie mal Munition hier morgen zu besorgen. Mal gucken, ob das funktioniert.
Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare als Feedback, was ihr gerne so sehen wollt in den nächsten Tagen hier auf dem Kanal. Klar, DayZ, aber auch was daneben, was euch da so interessiert. Ich bin da gerne für relativ viel offen. Ansonsten, ja, macht's gut. Bis zur nächsten Folge von DayZ. Tschüss.